begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem ökumenischen Wochenimpuls hier vor dem Gemeindehaus St. Heide. Im Hintergrund können Sie schon einige Eindrücke vom Lichterwald sehen. Dieses Fest hat am vergangenen Mittwoch stattgefunden und es haben sich mehr als 20 Organisationen daran beteiligt. Die evangelische und katholische Kirchengemeinde hatte auch einen gemeinsamen Stand. Viele Angebote hatten etwas mit Licht zu tun. Und der beleuchtete Weg vom Sandtaler Markt entlang am Mahnertbach ging bis hin zur Immermannstraße. Der Lichterwald St. Heide ist ein zusätzliches Angebot zu den St. Martins-Umzügen, die in diesen Tagen stattfinden. Es ist schön, wenn wir alle viel Licht in diese dunkle Zeit hineintragen. Martin von Tours hat es uns vorgemacht. Er hat spontan das Richtige getan, als er dem Bettler in der eisigen Kälte begegnete. Dem Bettler fehlte es nicht nur an Kleidung, sondern auch an Lebensmut und Lebenslicht, bis Martin ihm einen halben Mantel schenkte und durch das Handeln von Martin von Tours spürte der Bettler wieder etwas Wärme und es wurde ihm ein bisschen heller in seinem tristen Leben. Ein Licht für andere Menschen sein, diese Erfahrungen können auch wir in unserem Leben machen. Da, wo wir miteinander teilen, einander helfen, einander Liebe und Wärme geben, da wird das Licht besonders hell. Machen wir uns gemeinsam auf den Weg. Vom Lichterwald möchte ich Ihnen einen Segensspruch von Tima Wilms vorlesen. Dort heißt es: Ich wünsche dir, dass der Himmel immer wieder sein Licht über dir ausgießt, dass es deine Seele hell und freundlich macht, deine Augen zum Leuchten bringt und seine Liebe ausstrahlt durch dich und du selbst zum Licht wirst für diese Welt. Amen.